bleibst bei mir. Marc, lass mich mal kurz schnell auf Toilette gehen. Nö. Doch, bitte. Nein. Hey. Nein. Marc. Hey. Nein, ich lass dich nicht los. Ich bin noch in 2 Minuten wieder da. Nein. Klinik am Südring, die Familienhelfer. Es reicht jetzt. Mann! Lass mich rein. Marc! Lass mich rein! Lass mich jetzt rein! Marc, machst du bitte mal auf? Nein! Lass mich rein! Marc! Hey, mach mal bitte die Tür auf. Nein. Das ist bestimmt der Familienhelfer. Entschuldigung. Johannes Sondera, wir hatten telefoniert. Hallo, dann bist du der Marc, ne? Ja. Ich habe gedacht, sie hätten mich nicht gehört, aber ja, ich habe von innen was ein bisschen laut, ne? Kommen Sie erstmal rein. Ja, alles klar. Das ist ja genau passend jetzt, die Situation. Frau Brecht hat mich angerufen, weil sie sich wirklich Sorgen macht um ihren Sohn. Der hat ganz massive Ängste. Und vor allem nachts, wenn er schläft, fängt er an zu sprechen mit angeblich verstellter Stimme oder mit einer anderen Stimme. Und was er da sagt, das gibt wirklich Anlass zur Sorge. Gab es denn irgendeinen Vorfall, wo Sie sagen würden, da war was, wo Angst geschürt wurde, wo man länger dran denkt, ne, dass man nicht schlafen kann? Sie haben ja auch gesagt, er spricht auch im Schlaf. Ne, hatten Sie mir am Telefon erzählt. Also wir waren vor 3 Wochen auf so einer Dino-Show. Mhm. Das kann schon sein, dass das ein bisschen zusammenhängt. Das war mit so Hologrammen und die haben sich dann bewegt und man lief dann halt so da durch. Und das war schon echt gruselig. Ne? Sie haben dann Geräusche gemacht und ja, wie als ob man halt in so einer Jurassic Park-Situation ist. Und also ich fand es total gruselig und ich mache mir natürlich jetzt so ein bisschen Sorgen, dass ihn das irgendwie auch so ein bisschen traumatisiert hat. Ne? Was hast du denn dazu? Hast du denn Angst vor Dinosauriern? Nein, ich und Angst vor Dinosauriern. Ich liebe Dinosauriern. Mama hat sich fast ins Hemd gemacht. Ach so, ja gut. Dabei bin ich das Kind. Okay, hast du denn auch eigene Dinosaurier in deinem Zimmer? Oh ja, sehr viele. Ich liebe Dinosaurier. Wären die nicht ausgestorben, dann hätte ich lieber eins als Haustier. Ja, das kann ich verstehen. Wenn Sie damit einverstanden sind, würdest du mir denn dein Zimmer mal zeigen? Ja, mach das doch mal, oder? Man sieht ja, dass der Marc an seiner Mutter sehr klammert. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung im Moment. Es muss aber was sein, was wirklich gravierend ist. Ich sage jetzt mal, traumatisches Erlebnis ist vielleicht nicht zu weit hergeholt. Aber im Moment weiß ich es wirklich selber noch nicht. Ja, ich sehe schon. Das finde ich ja ganz cool. Also, du hast hier Bilder von Dinosauriern, ne? Und da vorne sehe ich auch, da hast du ganz viele Dinosaurier stehen. Zeig mir doch mal das Bild von deinem Lieblingsdinosaurier. Guck mal, da ist eins, da ist eins, das weißt du ja selber. In dem ersten Gespräch mit der Mutter und mit Marc ist ja klar geworden, dass sie vor ein paar Wochen einen Dinosaurierpark besucht haben. Und da war meine erste Vermutung, dass es vielleicht was damit zu tun hat, dass da Ängste geschürt wurden, dass Marc Angst hat vor Dinosauriern. Dann habe ich mir sein Zimmer zeigen lassen und habe festgestellt, eigentlich sind Dinosaurier seine Lieblingstiere. Er hatte ganz viele Bilder davon und kleine Figuren. Also ich glaube, das war es dann doch nicht. Erzählen Sie mir doch noch mal was über die Albträume. Das habe ich jetzt, also das war noch nicht ganz ausführlich. Also das ist eigentlich wirklich das, was mir am meisten Sorgen macht. Mhm. Weil das, ja, das wirklich auch wirklich gruselig ist. Der Marc kommt nachts in mein Bett und ja, redet dann aber auch mit so einer, also das ist nicht Marcs Stimme irgendwie, ne? Also die ist ein bisschen dunkler und ja, dann fallen so Sätze, ich soll ihn, also es geht immer um mich irgendwie, ne? Dass er, dass ich ihn nicht alleine lassen soll und irgendjemand soll mich loslassen und auch, dass ich nicht sterben darf und so. Also total schräg, also ich mache mir da auch echt Sorgen. Was ja offensichtlich war, dass Marc in seinen Träumen Ängste verarbeitet. Jedenfalls hat seine Mutter mir das so erzählt. Das wollte ich mir ganz gerne selber mal angucken. Und es ist natürlich auch eine Möglichkeit, mehr und tiefere Informationen herauszufinden. Deshalb habe ich das mit der Kamera vorgeschlagen. Und zwar macht man das schon mal, wenn man genauere Informationen haben will, dass man so eine Situation in der Nacht auch aufnimmt. Okay. Ne? Mhm. Also ich weiß nicht, ob Sie damit einverstanden sind. Ist ja natürlich auch eine intime Geschichte. Ja. Aber ich habe die Erfahrung
Erfahrung gemacht, dass man dadurch auch einiges erfahren kann. Mhm. Natürlich ist klar, dass die Mutter da gefragt werden muss und der Marc natürlich auch, denn es ist nicht selbstverständlich, dass man sich beim Schlafen beobachten lässt. Deshalb habe ich die Mutter sehr konkret gefragt, ob sie mit dieser intimen Geschichte einverstanden ist, dass sie beim Schlafen gefilmt werden. Das war die Mutter und deshalb habe ich ihr auch die Kamera dagelassen und nach ein paar Tagen wollte ich dann wiederkommen, um die Auswertung zu machen. Da sich im Hause Brecht bereits in der ersten Nacht mit Kamera erneut Horrorszenarien abgespielt haben, schaut Johannes Tondera gleich am nächsten Morgen vorbei. Erstklässler Marc ist sichtlich erschöpft und völlig durch den Wind, weswegen ihn seine Mutter auch vom Unterricht abgemeldet hat. Was ist denn los? Also ich muss schon sagen, das tut mir schon sehr, sehr leid, ne? Weil man merkt ja wirklich, dass Marc, dass hier dich irgendwas total bedrückt. Ne? Ich weiß auch ehrlich gesagt überhaupt nicht, ob ich das richtig mache. Ne? Also ob ich ihn zu nah ran lasse oder ob ich ihn auf Abstand. Ich bin auch echt so ein bisschen. Wenn Sie instinktiv handeln, dann können Sie im Moment erstmal nichts falsch machen. Weil wir wissen ja noch nicht so richtig, worum es geht. Ne? Marc, sollen wir denn mal zusammen den Film angucken? Sag mal. Nö, ich will auf Mamas Schoß. Ach so, dafür möchtest du auf Mamas Schoß sitzen? Ich weiß nicht, ob das in Ordnung ist. Ich glaube, du kannst schon auf einem einzelnen Stuhl sitzen, oder? Nein! Ja, machen Sie doch erstmal. Ne? Wir haben dann zusammen das Video ausgewertet und zwar zu dritt, weil ich es wichtig finde, dass der Junge, der selber betroffen ist und auf dem Video auch drauf ist, dieses Video auch sieht. Er wird da nichts erleben, was ihn Angst macht, aber er wird erleben, wie er sich selber verhält nachts. Und vielleicht gibt es die Chance, dass er von selber darauf kommt, was das Problem ist. Ja, man sieht ja schon, da ist ja schon viel Bewegung, ne? Sag mal, ich mach mal an die Stelle, wo er schon tief schlafen müsste, ne? Es ist meine Mama. Sie darf nicht sterben. Sie darf nicht sterben. Haben Sie das gehört? Ja. Das ist auch nicht seine Stimme. Das ist wie als ob der so, besessen wäre, wissen Sie? Ja, verstehe ich. Ich meine. Ja, gut. Ist ja jetzt nicht gleich wie beim Exorzisten, ne? Das macht mir auch, ehrlich gesagt, das macht mir richtig Angst. Als wir uns das Video angeguckt haben, war für mich deutlich zu sehen, dass der Marc ganz viel Druck hat. Und er hat ja ganz viel gesprochen im Schlaf und sich bewegt und gedreht und gewendet. Und alle Sätze, die er gesagt hat, die deuteten für mich darauf hin, dass er sich eindeutig Sorgen um seine Mutter macht und Angst hat, dass ihr was passiert. Also ich bin mir sicher, es hat was mit Ihnen zu tun und du machst dir Sorgen, weil irgendwas passiert ist. Ist denn was mit Ihnen passiert? Nein. Also, dann würde ich einen anderen Vorschlag machen. Ich habe die Idee, dass wir ein kleines Bild malen. Ich habe dann mal versucht, über dieses Bild, was wir gemalt haben, und da sollten ja Dinosaurier gemalt werden, die eine Emotion darstellen. Ist natürlich auch eine schwierige Aufgabe, aber es war halt ein Experiment. Dadurch halt zu gucken, wie steht er da zu seiner Mutter und so weiter. Und da ist ja auch was bei rausgekommen. Dann erkennen wir das mal genauer. Die Mama, die ist ja ganz weit weg von dir. Und die weint und du weinst auch und die Oma ist da auch. Kannst du mir das mal genauer erklären? Sag mal. Das bin ich hier? Ja. Und was ist das hier? Ein Kreuzbandriss. Ach so. Sind Sie denn verletzt worden? Das ist ein Jahr her schon. Nachdem wir uns gemeinsam dieses Bild angesehen haben, ist rausgekommen, dass seine Mutter weinend weit von ihm wegsteht. Sie wurde natürlich auch als Dinosaurier dargestellt und er bei seiner Oma steht. Da hatte ich jetzt irgendwie noch nicht so klar, warum und weswegen, aber irgendwann kam dann die Erklärung. Und Marc hat selber gesagt, dass er eine Zeit lang bei seiner Oma war, weil seine Mutter einen Kreuzbandriss hatte und da hat er sich natürlich Sorgen gemacht. Also stehst du deswegen? Ich will Mama nicht alleine lassen, weil es könnte ja auch sein, dass du vom Baum fällst. Wie? Aber ich kletter doch nicht auf den Baum, Schatz. Sind Sie denn? Oder wieso? Wie kommst du denn darauf, dass die Mama vom Baum fällt? Die vielleicht sagt ja hat das mit einer. Also wir haben vor ein paar Tagen. Oder was heißt vor ein paar Tagen? Vor bestimmt schon drei, vier Wochen von der Schule eine Rundmail, so eine Elternmail bekommen. Mit dem Hinweis, dass wir unsere Kinder bitte nicht auf die Bäume klettern lassen sollen, so hoch. Weil ein Klassenkamerade von Marc vom Baum gefallen ist
und seitdem auch in Reha ist. Er hat sich wohl sehr schwer verletzt. Ach so. Durch das Erlebnis in der Schule, wo ein Mitschüler einen Unfall hatte und vom Baum gefallen ist, hat er natürlich wieder Sachen gesehen wie Krankenwagen und Blaulicht und so weiter. Und das hat er natürlich in Verbindung gebracht mit diesem Unfall der Mutter, der schon lange her war, und hatte die gleichen Emotionen und Gefühle wieder wie vor dieser langen Zeit. Die Mama ist ganz groß und die kann schon selber auf sich aufpassen. Der passiert gar nichts. Glaubst du mir das? Ja. So, wir haben jetzt rausgefunden, und das war für mich auch überraschend, woran es liegt, dass der Marc so Angst um seine Mutter hat. Die Problemlösung ist es allerdings noch nicht. Ich habe ihm angeboten, und ich habe der Mutter auch angeboten, mit ihm ein paar Traumreisen zu machen. Traumreisen sind dazu da, um Anleitung zu bekommen, um gesund und vernünftig in den Schlaf zu kommen, ohne sich Sorgen zu machen. Ich glaube, dass das dem Marc helfen wird, und wir werden das mal ausprobieren. Mit Erfolg, denn tatsächlich sieht für den Grundschüler nach weiteren Gesprächen und einigen Traumreisen die Welt schon ganz anders aus. Der 7-jährige Marc spricht nicht mehr im Schlaf und übernachtet inzwischen wieder in seinem eigenen Bett.